Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verwüstete Dörfer, völlig zerstörte Häuser, Wassermassen, die Erinnerungsstücke wie Fotoalben oder Kuscheltiere weggerissen haben. Die Flut vor 4 Wochen war die größte Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehr als 180 Menschen in Deutschland haben ihr Leben verloren. In Rheinland-Pfalz werden immer noch Menschen vermisst. Viele Menschen sind verletzt und traumatisiert. Und dazu kommen alle diejenigen, die alles verloren haben. Die materiellen, aber vor allem die immateriellen Schäden sind enorm. Und wir gedenken heute den Menschen, die ihr Leben verloren haben, hier in Nordrhein-Westfalen und auch bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz und in Belgien. Unsere Gedanken sind auch bei den Angehörigen, den Verletzten und allen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Und auch ich möchte mich dem Dank anschließen, dem Dank bei allen Einsatzkräften von Feuerwehren, anerkannten Hilfsorganisationen, dem THW, der Bundeswehr und der Polizei, die unermüdlich vor Ort geholfen haben und helfen. Und der Dank gilt natürlich auch allen spontanen Helferinnen und Helfern, denjenigen, die Geld und Sachmittel gespendet haben, den Hotels, die Übernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt haben. Vielen Dank dafür. Die Soforthilfen sind wichtig, um schnell und unkompliziert zu helfen. Doch 3.500 Euro sind nicht viel Geld, wenn man alles verloren hat und die Versicherung nicht einspringt. Und deshalb brauchen die Menschen jetzt schnell Klarheit darüber, wie viel Unterstützung sie wann zu erwarten haben. Und es ist wichtig, dass die Hilfe auch ankommt. Und das gilt natürlich auch für unsere Kommunen. Die Beseitigung der Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, Straßen, den Gebäuden wie zum Beispiel Rathäusern, Schulen und Kitas, das wird uns über Jahre hinweg auch hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen begleiten. Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Land. Und ich gehe davon aus, dass der Ministerpräsident Armin Laschet auch bald auf uns zukommen wird, um das Parlament zeitnah zu beteiligen. Und ich würde Sie auch bitten, vielleicht mit dem Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag zu sprechen. Die Grünen und auch die FDP fordern ja seit Längerem auch eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages. Ich würde mich anschließen. Es wäre wichtig, dass sie stattfindet und CDU und SPD da vielleicht auch ihre Verweigerungshaltung im Bundestag aufgeben. Ich möchte aber an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, dass wir als grüne Fraktion hier im Landtag selbstverständlich hinter den Menschen stehen, den Kommunen und den Unternehmen. Und wir werden selbstverständlich auch die entsprechenden Beschlüsse für finanzielle Mittel hier im Landtag auch unterstützen. Die Menschen in den Hochwassergebieten brauchen Hilfe, um das Nötigste kaufen zu können. Dafür sind die Soforthilfen wichtig, aber auch um eine Perspektive zu bekommen. Um das Erlebte verarbeiten zu können, sind gerade die psychosozialen Angebote wichtig. Und ich bin froh, dass die Traumaambulanzen der Landschaftsverbände für die Flutopfer offen stehen. Das Angebot des schulpsychologischen Dienstes ist unverzichtbar für die Kinder und Jugendlichen. Ich glaube, wir können es gar nicht richtig ermessen, was das für die Kinder bedeutet, die zum Teil Schreckliches mit ansehen mussten, miterleben mussten und ja auch die Verzweiflung und die Unsicherheit bei den Erwachsenen, bei ihren Eltern miterlebt haben. Und wir als Politikerinnen und Politiker sind in der Verantwortung, für diese Hilfe zu sorgen, sowohl für finanzielle Soforthilfe wie auch die psychosozialen Angebote. Wir sind aber auch in der Verantwortung, einen ehrlichen Blick nach hinten zu werfen und Abläufe aufzuarbeiten. Und in den Gesprächen mit Betroffenen, wir alle, glaube ich, haben viele Gespräche auch in den letzten Tagen und Wochen geführt. In einem Gespräch hat mir eine Betroffene aus Erfstadt mitgegeben, wie ist die Bevölkerung gewarnt worden? Das ist einfach nicht passiert. Doch dass die Bevölkerung gewarnt wird und auch möglicherweise evakuiert werden kann, das setzt voraus, dass die Behörden die Gefahr auch tatsächlich erkennen. Und das ist offenbar nur unzureichend geschehen. Anders als der Innenminister darstellt, lagen vor dieser Hochwasserkatastrophe eindrückliche Warnungen vor. Das europäische Hochwasserwarnsystem EFAS hat bereits ab dem 10. Juli die nationalen Behörden gewarnt. Am Montag, den 12. Juli, haben das Land Nordrhein-Westfalen und die Kommunen die Warnung des Deutschen Wetterdienstes erhalten.
Im Innenausschuss vor 2 Wochen konnte der Innenminister nicht nachvollziehbar erläutern, warum es dann am 12. Juli, spätestens dann, als dann die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vorlagen, warum es innerhalb der Landesregierung, also insbesondere zwischen dem für Katastrophenschutz zuständigen Innenministerium und dem für den Hochwasserschutz zuständigen Umweltministerium, keinerlei Austausch gegeben hat, also zum Zeitpunkt vor Eintreten der Katastrophe. Ich meine, dass die Ministerien zu diesem Zeitpunkt viel zu besprechen gehabt hätten, zum Beispiel die Frage der Aufnahmekapazitäten der Talsperren. Aber es stellen sich noch weitere Fragen. Warum hat die Landesregierung die kreisfreien Städte und Kreise als untere Katastrophenschutzbehörden bei der Bewertung der Unwetterwarnung nicht unterstützt und sie zum Handeln aufgefordert? Ich finde, dass sich das Innenministerium sich nicht aus der Verantwortung ziehen kann. Das Innenministerium ist die Aufsichtsbehörde und hätte aus meiner Sicht diese Bewertung auch vornehmen müssen und entsprechend auf die Städte und Kreise zugehen müssen. Warum wurde die Bevölkerung nicht an allen Orten gewarnt? Wieso hat hier die Landesregierung keine Verantwortung genommen und selbst gewarnt, obwohl sie dazu ja die rechtlichen Möglichkeiten hat, durch das BHKG, also unser Katastrophenschutzgesetz, durch den Warnerlass? Warum sind die Kommunen nicht zum Handeln aufgefordert worden, als in anderen Kommunen bereits kleine Bäche zu reißenden Sturzfluten angewachsen sind? Warum ist kein Krisenstab der Landesregierung aktiviert worden, obwohl wir ihn ja vorsehen? Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, wo Fehler gemacht wurden und warum. Und wir müssen aus dieser Katastrophe lernen und die richtigen Konsequenzen ziehen, um den Katastrophenschutz für die Zukunft zu stärken. Mir ist dabei eines wirklich sehr wichtig. Diese Kritik bezieht sich nicht auf die Einsatzkräfte. Ich bin den Angehörigen des Katastrophenschutzes sehr dankbar dafür, dass sie alles gegeben haben und es auch heute tun, um Menschenleben zu schützen und vor Ort Hilfe zu leisten. Aber diese Katastrophe, wie zuvor schon der Beginn der Corona-Pandemie, haben doch gezeigt, dass wir strukturelle Veränderungen im Katastrophenschutz brauchen. Analog zu den Brandschutzbedarfsplänen brauchen wir Katastrophenschutzbedarfspläne. Die Stadträte stimmen alle 5 Jahre über den Brandschutzbedarfsplan ab, also wann die Feuerwehr bei welchem Einsatzszenario in welcher Zeit mit wie viel Feuerwehrpersonal vor Ort sein muss. Das sind die Schutzziele. Sie legen damit den Bedarf an Personal und Technik fest. Und das brauchen wir auch für den Katastrophenschutz mit unterschiedlichen Szenarien, vom Waldbrand über langanhaltende Stromausfälle bis hin zum Hochwasser. Das Innenministerium muss in solchen Katastrophenfällen die Kommunen unterstützen können. Und das Innenministerium muss auch Entscheidungen vorgeben können, wie etwa bei Evakuierungen. Es muss die Möglichkeit geben, dass das Innenministerium Zuständigkeiten an sich heranziehen kann. Und dafür brauchen wir mehr als nur eine Aufsichtsbehörde. Wir brauchen eine Katastrophenschutzbehörde auf Landesebene und eine eigene Katastrophenplanung. Und ganz wichtig, wir brauchen die Verzahnung mit anderen Landesbehörden, wie eben im Fall von Hochwasser mit dem Umweltministerium und dem LANUF. Aber wir alle wissen, dass solche Katastrophenfälle sich nicht für Landesgrenzen interessieren. Und deshalb müssen wir das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz, das BWK, als Zentralstelle für die Länder im Katastrophenfall umbauen. Es muss die Länder unterstützen dürfen, zum Beispiel beim Einsatz von Hubschraubern, und muss diesen Einsatz und den Informationsfluss koordinieren. Es ist doch absurd, dass wir ein fachlich hervorragend aufgestelltes Bundesamt haben, was aber im Katastrophenfall nicht tätig werden darf. Und hier müssen endlich die Länder ihre Weigerungshaltung aufgeben. Und ich sehe hier auch die Landesregierung in der Pflicht, diese Veränderungen voranzutreiben, um den Katastrophenschutz insgesamt zu stärken. Neben dem Katastrophenschutz muss doch die große Lehre aus dieser Naturkatastrophe sein, dass wir den Hochwasserschutz stärken. Denn es wird aufgrund der Klimakrise immer häufiger zu Extremwetterereignissen kommen. Wir werden Hochwasser und Überschwemmungen nie ganz verhindern können, aber wir müssen Vorsorge beim Hochwasserschutz betreiben. Und leider wurde in den letzten 4 Jahren unter Schwarz-Gelb eine wichtige Chance vertan. Nordrhein-Westfalen könnte beim Hochwasserschutz bereits viel weiter sein. Damit Hochwasser nicht Wohnhäuser, Schulen und Vereinsheime überflutet, braucht es vor allem eins:
Fläche. Das Wasser muss sich ausbreiten und versickern können. Doch statt Überschwemmungsgebiete und flussnahe Flächen zu schützen, hat die Regierung Laschet der Flächenversiegelung freien Lauf gelassen. Derzeit wird in Nordrhein-Westfalen etwa 22 Hektar Fläche versiegelt pro Tag. Und es ist schön, Frau Ministerin Schachenbach, dass Sie das 5-Hektar-Ziel noch im Herzen tragen, aber es bringt nichts, wenn Sie dieses Ziel, diesen Grundsatz aus dem Landesentwicklungsplan streichen. Und nicht nur beim Zubetonieren von Fläche, sondern auch bei der Änderung des Landeswassergesetzes folgte die schwarz-gelbe Landesregierung ihrem Dogma der Entfesselung und hat die Bestimmungen für Überschwemmungsgebiete gelockert. Die Regelung zum Schutz der Flächen, die dem Hochwasserschutz dienen, wurde gestrichen. Auch das Vorkaufsrecht des Landes von Flächen zugunsten der naturnahen Gewässerentwicklung wurde ersatzlos gestrichen. Und damit wurde die Chance vertan, flussnahe Flächen durch die öffentliche Hand aufzukaufen und diese für den Hochwasserschutz zu nutzen. Und das ist insgesamt eine Schwächung des Hochwasserschutzes. Und deshalb müssen solche Änderungen so schnell wie möglich wieder rückgängig gemacht werden. Unsere Stimmen haben Sie dafür. Was wir in diesem Sommer erleben, Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, gleichzeitig brennen Wälder in Griechenland, in der Türkei und seit Wochen schon in Sibirien, wo der Permafrost taut und das bislang gebundene CO2 und Methan freisetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das klingt alles irgendwie ziemlich nach Apokalypse in einem ziemlich schlechten Science-Fiction-Film, aber es ist Realität. Der Klimawandel ist kein Unheil, der unsere Urenkel erst in ferner Zeit irgendwann betreffen wird, sondern die Klimakatastrophe ist heute längst Realität. Und wir müssen deshalb Klimafolgenanpassung betreiben und unsere Städte widerstandsfähiger machen. Wir müssen vorbereitet sein auf Naturkatastrophen wie Hochwasser, Waldbrände und Dürren. Aber, und es ist mir auch wichtig, Anpassung alleine reicht nicht aus. Wir erleben derzeit schon die Auswirkungen des Klimawandels bei einer Erderwärmung von 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die Klimakrise ist unumkehrbar. Das macht auch heute der vorgestellte erste Teilbericht des Weltklimarates in dramatischer Weise noch einmal deutlich. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, die weitere Erwärmung auf das 1,5-Grad-Ziel zu begrenzen. Und das bedeutet, dass Deutschland bis spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen muss, dass die Windenergie ausgebaut werden muss, anstatt sie auszubremsen, wie diese Landesregierung es tut, dass wir Solardächer zum Standard in unseren Städten machen. Denn die Flutkatastrophe in unseren Städten, sei es in Hagen, in Erftstadt, im Kreis Euskirchen oder an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen, hat uns doch eines deutlich vor Augen geführt, dass Naturkatastrophen Menschenleben bedrohen und dass die Auswirkungen des Klimawandels unseren heutigen Wohlstand gefährden. Und deshalb kann ich aussagen, weil jetzt ein solcher Tag ist, verändert man nicht die Politik, schlichtweg nicht nachvollziehen. Ich halte das für fahrlässig, ich halte das für unverantwortlich, wie man mit dem Erkenntnisgewinn über die Klimakatastrophe und den direkten Erfahrungen ihrer Auswirkungen auf ein Weiter-so setzen kann. Ja, Herr Hovenjürgen, da kann man den Kopf schütteln, aber wir erleben gerade in diesem Sommer die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Und wenn man jetzt darauf setzt, einfach weiterzumachen, dann ist auch klar, dass es so weitergehen wird und dass die Krisen ansteigen werden. Die Erderwärmung wird weiter steigen und das wird weitere Katastrophen zur Folge haben. Der Klimawandel ist unumkehrbar. Es sind schon 1,2 Grad Erderwärmung passiert. Und wenn wir nicht dagegen steuern, dann haben wir tatsächlich ein Riesenproblem. Und das muss man doch spätestens jetzt endlich einsehen. Und deshalb muss alles dafür getan werden, die Klimakrise zu bekämpfen, unsere Städte auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten und auch unseren Katastrophenschutz zu stärken. Vielen Dank.